Ich muss immer wieder an diese lustige Szene denken. It's dead! I don't care. Ja, liebe Leute, wenn ihr jetzt wissen wollt, woher das war, guckt mal bei Make Onimusha rein. Schleichwerbung. Oh ne, halt. Lockvogelangebot. Lockvogelangebot. Das aber nur bei Shadow. Ich bleib dabei, ich würde den Eistee kaufen. Ja, mit dem Gesicht, da kann man doch nicht mehr stehen. Da. Vor allem, wie die ganzen Leute dann jetzt gedacht haben, Shadow wollte das wirklich als Kanalhintergrund packen oder so. Natürlich, wir packen mal den Zombie oder Deadpool oder so weg. Na, wieso? Statt dem Eistee Deadpool hinpacken. Mal's anders. Oder so, ja. Deadpool verkauft und Shadow. Ich würd's kaufen. Shadow Tea. Ich brauch Kaffee. Kaffee. Weißt du, was ich an diesen Editionen besser finde als bei den 3D-Titeln? Hm? Die Gegner reagieren auf dich, bevor du sie anquatschen tust. Ich meine, wenn ich mir so XD angucke, wo du erstmal die ganzen Laborfuzzis anquatschen musst, damit sie mal auf die Idee kommen, dass du ein Gegner sein könntest. Ja, aber die 3D-Teile sind toll. Weil dich alle naselang von der Decke irgendwoher Power Ranger ansprengen. Power Ranger Ninja Storm! Oh Gott! Ich weiß gar nicht, bei der wievielten Staffel sind die jetzt eigentlich? Moment, das kann ich mal nachgucken. Das Schlimme ist, ich trau's ihm zu. Nee, ich mach das wirklich. Das Schlimme ist, ich hatte recht. Also ich würde ja mal sagen, so um die 20 Ableger gibt's ja jetzt schon. Also im Moment läuft denn bei uns die 13. Staffel, glaube ich. Ja. 13. Guck mal hier, bla. Aha. Und es gibt schon 14 Pokémon-Filme. Pfui Teufel. Der erste ging ja noch. Das habe ich mir noch gefallen lassen. Der zweite war auch toll. Nee, du sagst was gegen den zweiten. Der zweite ist toll. Was ich allerdings nicht verstehe, dann haben sie den Tick bekommen, dass alle naselang irgendein neuer Gott ultimativ eingebaut wurde und für den Weltuntergang sorgt, etc. Und dein Typ und dein Pikachu hält es auf. Ja, genau. Ich meine, können die sich mal drauf einigen, wer jetzt das ultimativste Vieh ist, das die Welt zerstören kann? Naja, bisher halt da Gott Pokémon. Arceus, aber bla. Also ich bin wirklich heilfroh, dass ich mir die Filme nie angetan habe. Ich hab mir... Wie viel habe ich mir angetan? Den ersten, den zweiten, den dritten? Den zweiten habe ich sogar auf Videokassette noch. Gut. Ja, Leute, es gibt Videokassetten. Das sind so Dinger, die kamen vor DVDs. Das ist so verwandt mit dem Kassettenrekorderlaufwerk. Das ist jetzt wieder was, wo du nicht kennst, oder? Kassettenrekorderlaufwerk? Commodore 64? Nee, nee. Da hatte man noch Kassetten gehabt als Laufwerk. Statt Disketten? Nee, so alt bin ich überhaupt wieder nicht. Der hat mich alt genannt! Ich hab's versteckt. Doch, jetzt sag ich's nochmal oft, du bist alt. Manno! Ja, weil ich einen Bart habe. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Naja, wo war ich? Ah ja, genau. Pokémon-Filme. Erster, zweiter, dritter. Bla, vierten habe ich nie geguckt. Fünfter? Was war der fünfte nochmal? Der oder der? Bla? Wofür gibt's das Internet? Zum doofe Frage stellen. So, und meine Startseite ist natürlich Google. 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 Und wenn ihr nicht wisst, wie ein G oder ein O aussieht, dann ja.
kann euch auch nicht helfen. Habt ihr in der Schule eindeutig nicht aufgepasst. Also irgendwie hopsen mich hier alle naselang die Uzus an. Ja, mal ehrlich, du bist in der Hölle. Jetzt fehlen nur noch Feuer, die mich anquatschen. Alle paar Sekunden hopst mich ein Ding an, ein Momichi. Alter, hat der eine Reichweite? Natürlich. Ich stehe da ganz hinten und der bemerkt mich. Wenn so ein Item da ist, dann immer. Na ganz ernstlich, die haben den übelsten Tunnelblick, die sehen nur, was vor ihnen steht, aber dann 50 Kilometer Entfernung, da raschelt was, das kann nur ein Trainer sein. Auf zum Prügelmobil! Okay, was haben wir denn hier? Ah, okay. Der erste war der mit Mewtwo Neo, der zweite mit Lugia Arctostaptus Lavados. Der dritte mit den Incognitus und Entei, der vierte mit Celebi und Suicune, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Mal ehrlich, wie soll man das wie aussprechen? Wie soll man sich die ganzen Namen überhaupt merken? Shabada. Ja, klar. Man okay, Captain sucht dich. Ich hab die fünfte Generation noch nicht auswendig gelernt. Natürlich. Sollte ich mal bei Gelegenheit tun. Aber er kann wenigstens eine Sache, die Stambus nie konnte. Nämlich? Die Härtetabelle, die bei Tomon aber auch anders ist. Ich hab nur Soll gegrillt. Und die anderen Ostereier nehmen Rache. Schön. Jupp, ich hab 10 von 14. Film gut. Nein. Ach, du liebe Zeit. Such die. Nein, ich mag das. Lass mich. Such die. Obwohl, wenn das ein Drogensüchtiger sagt, ich mag das. Lass mich. Könnte man sich doch richtig schön lustig vorstellen. Versucht sich krampfhaft so sein Pokémon-Kartendeck in die Vene zu spritzen. Oder hält sich für einen wandelnden Geldautomaten, steckt sie sich hinten rein als Zäpfchen? Was denn? Ja, die neue Art der EC-Karten im Schlitz, ne? Zu bildlich? Ja, zu bildlich. Und es gibt 14 Staffeln. Bäh. Zu viel. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass sie jetzt von Schwarz und Weiß auch noch eine Fernsehedition bringen. Ja, immer doch. Zu allem. Aber zu den Drecksviechern! Nicht alle! Ich meine, wie lächerlich muss das aussehen, wenn dann eine laufende Eistüte dir über den Weg latscht? Fliegende. Ja, noch schlimmer, eine fliegende wandelnde Eistüte. Chirno. Ja gut, Chirno lasse ich mir noch gefallen, aber dann eben so ein Vieh, wo aussieht wie Stracciatella, Erdbeer, Vanille? Moment, Erdbeere. Das Vieh ist nur blau-weiß. Ah, gut. Dann eben Chirnum mit Stracciatella. Ja. Wobei, könnte eigentlich ein leckeres Essen werden. Ja, ich meine, Eistee kann sie schon mal gut machen. Sieht man ja an Make. Wobei, die Nebenwirkungen sind, naja. Negative Hautfarbe, rote Augen. Fragwürdiger IQ-Abstieg. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Was haben wir nochmal gerade gesagt? Ich habe nicht ganz zugehört. Ich habe auch nicht zugehört. Oh, was sollen wir denn machen? Ich muss mal Platz schaffen. Zink. Wem gebe ich denn Zink? Full Restore. So, jetzt dürfte ich doch Platz haben. Yay, Rare Candy. Ich weiß, was ich immer sage, von wegen, ich heb das Zeug einfach mal auf, aber wisst ihr was? Da ich so das Shadow hergezogen bin, kriegt dann ein Candy. Yay! Ja. Und da kommt gleich Satori vorbei, um ihm zu gratulieren. Alter, wie ein Leben, der mir gar keinen Schaden macht. Wir hatten Schaltjahr, Shadow hatte mal eben kurz schon wieder Geburtstag. Er ist wie Ali, umgedrehte Hundejahre. Macht irgendwie auch keinen Sinn.
Schon wieder ein Kaffee. Ah, die brauche ich die nächsten Tage. Oh. Was hast du denn vor? Ferien. Ah, stimmt ja. Herrlichst, einfach herrlichst. Ah, dann kann man ja wieder viel Scheißdreck machen. Hm. Da haben wir ja noch ein paar Ketchup-Projekte, wo wir machen könnten. Oh ja, ja, das hatte ich eigentlich heute vor, sowieso was dazu, dafür zu machen. Lockvogelangebot. Guckt like Hedgehard. Oder sterbt. Genau. Oder schenkt mir all euer Geld. Ich werde in euer Haus einbrechen, wenn ihr es nicht anguckt, und dann werde ich mit euch mit einem blauen Klatschkäfer totprügeln. Und den nennt er Herbie. Nee, Herbie teilt sich ja in zwei, wenn ich den, wenn ich mit dem zuhau. Lalala. Du hast doch nur Angst, dass Herbie sich rächen könnte. Er kann mich anrufen, ich hab da solche Angst. Er kann dich auch noch fahren. Er will ja einen kleinen Koala überfahren, meierlich. Also er fährt erst vor, dann zurück, dann hopst er nochmal fünfmal drauf. Ich bin so klein, dass ich zwischen die Reifen passe. Mal was ganz Seltenes. Juhu. Oh, it's dead. Konfusion tot. Ich sollte aufhören, mit den Imba-Viechern drauf loszuprügeln. Ja, bei 20 Leveln Unterschied. Das ist vielleicht eine Idee. Hör auf, mich anzuschreien. Ich schrei dich nicht an, ich mach mich über dich lustig. Da, guck, nur noch 17 Level Unterschied. Yes. Ich nehme hier schon was Unterleveltes. Bist du jetzt glücklich? Nö. Mano. Ich bin nie zufrieden. Du bist ein verdammter Koala-Bär. Ja. Guck mich an, ich bin klein und kuschelig. Das ist deine Antwort auf alles. Zumindest klingt das so. Aber mir kannst du nichts vormachen. Du bist das Böse. Das Böse. Ich weiß. Böses ist im Busch. Ich meine, wenn man so mal den ersten Lilo und Stitch Film anguckt, das Böse um Eta ist ziemlich hoch. Ich will noch immer wissen, was Midamata Quista bedeutet. Ich auch. Ich meine, ein Roboter übergibt sich dabei. Es muss schon was Böses sein. Ich meine, Kampua Machiki ist irgendwas mit der Mutter des anderen. Na gut, es ist noch nicht bewiesen, dass Shamba jemals sowas wie eine Mutter hatte. Ja gut. Mutter wurde nie gezeigt, aber die Ex-Frau. Das alte Monster. Jamba, such dir Arbeit. Nein, geh weg. Der Einzige mit ein bisschen Vernunft darüber war Pikli. Ja. Er zieht Frauenkleidung an. Psst. Er hat zwei Zungen, drei Beine und sein Herz steckt in seinem rechten Knie. Ja, und weiter? Faszinierend. Ich rede von Vernunft, nicht von anatomischer Korrektheit. Ja, Putzfimmel und so, ne? Er zieht sich halt an wie eine Frau, na, und das tut Make auch. Oh Gott, er ist Pickli. Dead, lebt. Wenn ich mal die ganze Aufnahme tot bin, ey, du bist so nett. Hä? Was denn? Du hast Brüste. Das interessiert keinen, ob du gerade am Atmen bist. Hauptsache, die Brüste sind da. Ja. Was denn? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Du sagst die ganze Zeit falsche Sachen.